Hey Leute, willkommen zurück zu We Play Old School Dead Space 3, Folge 17. Und in der letzten Folge hatten wir hier mit Isaac, sind wir in diesen Forschungskomplex hier eingedrungen, diesen Forschungskomplex des SCAF, und müssen hier immer noch unsere Crew finden, die sich ja schon vor uns hier so einen Schneeanzug geschnappt hat und die jetzt wahrscheinlich irgendwo hier rumgeistert. In der Station hier. Was sind das eigentlich für eine Station? Ich muss gleich nochmal gucken. Ja, die Crew finden, das Vorratslager finden. Ja, keine Ahnung, wo das sein soll. Bla bla bla. SCAF-Einrichtung. Okay, es ist einfach nur eine SCAF-Einrichtung. Also hier in der Station hier. Okay. So, mal schauen. Ja, und in der letzten Folge hatten wir auch gegen das riesen Spinnenvieh gekämpft, ne? Gegen diesen riesen Spinnennekromorph, der echt relativ schnell drauf ging. Durch meine geile Waffe hier. Vor allem durch meinen Granatwerfer. Der ziemlich viel Power hat. Joa. Das heißt, es ist nicht draufgegangen, aber wir haben es erstmal verscheucht und jetzt geht es erstmal wieder ein bisschen fluffiger voran hier. Wird wahrscheinlich nachher nochmal auftauchen. Und dann werden wir dem garantiert noch endgültig ins Jenseits verhelfen. So, mal gucken, wo es hier runter geht. Irgendwie ein Keller oder sowas? Gut, Save Point ist okay. Ah, okay. Nee, ich glaube, ich bin auf der anderen Seite. Wow. Wow. Ey, das sieht verdammt cool aus. Riesenfelsformation im Hintergrund mit der Sonne, ne? Die Fahnen und alles. Rostige Architektur. Wie so ein Endzeit-Szenario im Winter, ne? Irgendwie, keine Ahnung. Okay. Zielmarkierung sagt da lang. Ja, dann machen wir mal, was die Zielmarkierung sagt. Alles verdammt vereist hier. Sieht aus wie ein kleines Fort, ne? Irgendwie so eine kleine moderne Festung. Durch die Fahnen so. Erinnert mich ein bisschen, keine Ahnung, Game of Thrones mäßig. Nur halt mit Necromorphs. So, was hier? Okay. Hier? Ich dachte, das sind Waffen. Ich habe jetzt für einen Moment gedacht, das sind Shotguns oder sowas. Oder? Sind das Waffen? Ja, doch. Oder? Sieht aus wie Scharfschützengewehre oder sowas. Okay, mal weiter gucken. Oh. Sequenz. Hey, Ellie. Ich wusste, du würdest nachkommen. Gut, dass ich's der Gesichtsausdruck, ey. Komm mal. Sollen wir euch zwei vielleicht kurz allein lassen? Was soll das denn heißen? Ich meine, einen der Vergangenheit ist, begrüßt man vielleicht nicht so herzlich. Wir brauchen ihn. Diese Mission braucht ihn. Brauchen wir ihn oder brauchst du ihn? Hey, haben Sie mir was zu sagen, Captain? Schluss jetzt, stopp! Wir müssen die verdammte Maschine abschalten und wissen nicht mal, wo sie ist. Ich schon. Ich meine, ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Ich habe mich durch die Reste der Forschungsunterlagen gewühlt und... Ich dachte, das wäre alles zerstört worden. Die Computerdaten, ja. Aber die geschriebenen Logs erwähnen ein Experiment mit Signalortung, das den genauen Standort der Maschine angezeigt hat. Wenn wir das wiederholen, schaffen wir das auch. Aber es ist am anderen Ende des Komplexes. Dann sehen wir uns das mal an. Ich könnte einen Tapetenwechsel gebrauchen. Norton, du Spast. Was für ein Riesenarschloch, ne? Ja, so sieht's aus. Ich glaube, der wird jetzt mal zum Verhängnis werden. Im späteren Verlauf vom Game. Oder auch nicht. Okay, so wie ich das verstanden habe, müssen wir irgendeine Maschine ausschalten, die sich am anderen Ende vom Komplex befindet. Und meine Jungs sind mal wieder weg. Ich habe sie gerade erst gefunden. Meine Jungs und Mädels, meine Crew, und jetzt hauen die schon wieder ab. Okay, was ist das Cooles hier eigentlich? Ein Riesenmodell von der ganzen Einrichtung hier. Ich bin, wo bin ich denn? Entweder auf der Seite oder auf der da drüben.
Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall eine coole Idee, hier so ein Modell hinzubauen. Hat mich gerade an eine Modelleisenbahnanlage oder sowas erinnert. Okay. Da ist eine Werkbank. Brauche ich aber im Moment nicht. Ich werde es so machen, weil ich finde es ein bisschen nervig immer für euch jetzt, wenn ich jetzt hier ewig an der Werkbank rumprobiere. Ich werde es so machen, ich werde einfach nach der Aufnahme so ein bisschen rumprobieren und dann werde ich euch einfach sozusagen das Endprodukt nur zeigen, also das, was dahin führt zum neuen Waffenteil, was auch immer, wenn ich was machen werde. Und nicht hier die komplette Sucherei, was jetzt am besten ist und, ne, also, wisst ihr, was ich meine? Den Werkbankprozess so ein bisschen verkürzt, ne? Hey, warte auf Isaac. Isaac, wir sind hier draußen. Und wir frieren. Beeilen Sie sich bloß. Ja, Mai, ihr habt doch auch so einen geilen Anzug. Warum friert ihr denn? Was ist das? Hantel. Okay. Und wir sind wieder im Licht. Und unsere Kollegen sind irgendwo da hinten. Okay. Ah. Voll geblendet hier. Aber sieht schön aus. Ellie. Geh mal da runter. Das ist nicht, sieht nicht so cool aus. Oder? Naja, gut, Zelt. Alter, was zum Teufel? Ja klar, ich werde natürlich wieder getrennt, ne? Danny. Komm schon, lauf! Early! Geh schon! Wir treffen uns am Lager! Ah, fucking hell, der Typ vom Anfang. Der Unitologe. Der Nachfolger von dem Kaufmann, wie er hieß. Fuck. Okay, ja, es gibt wieder Kämpfe gegen Menschen. Das ist doch mal geil. Die gehen ziemlich schnell tot und mein Granatwerfer. Okay, Deckung. Ja. Granatwerfer macht gut Schaden. Ach, wisst ihr was? Ich laufe einen vor hier. Ich meine, was soll das? Ja, Mann. Ey. Ja, Mann. Wichser. Alter. So sieht's aus, Mann. Kopf ab. Hammer geil. Und er bleibt so liegen hier. Ups. Gerade meine Gesundheitsanzeige gar nicht im Auge behalten. Ja, das war doch easy. Ja, echt coole Position hier, Junge. Also das hat sowas von Anbetung. Er betet Isaac an. So. Boah, verdammt schwer die Jungs hier. Na gut. Ein bisschen noch farmen hier. Ich glaube, die haben nichts mehr soweit. Und weiter. Okay, da ist keiner. Ich dachte, da ist jemand drin. Woher kamen die? Sie müssen uns hierher gefolgt sein. Das ist unmöglich. Nicht durch den Shockspace. Ach ja, ist aber so. Ellie, schaffst du es bis zum Lager? Oh Gott, da kommen sie. Ellie. Ja, ich komme noch schon. Ja, wie sind die uns gefolgt? Ich schätze mal einfach mal, irgendjemand hat unsere Position verraten, ja? Also entweder Captain Norton oder irgendjemand anders, aber Captain Norton ist mal verdammt verdächtig, ja? Was so ein Verräterverhalten angeht, so das Klassische, ne? Also, ich tippe mal auf Captain Norton. Warum auch immer. Geld vielleicht? Macht? Irgendwas? Okidoki. Nochmal Unitologen-Freaks, oder nicht? Hallo? Colin, schafft eine
Colin? Was ist jetzt Feindfunk oder was? Okay. Da ist was gelandet. Und ich werde, glaube ich. Ja, ich muss hier lang. Runter. Runter durch den ganzen Komplex, was auf der. Auf der Mod. Oh, meine. Ey, meine Kuh. Da hinten. Alter. Kleinen Scheißer. What the fuck? Hey. Ja, die halten ganz schön was aus. Ich dachte eigentlich. Oh, scheiße. Granate. Nein. Spinnst du? Ich habe eigentlich gedacht, die gehen relativ schnell tot, aber die halten irgendwie mehr aus. Liegt wahrscheinlich am Fortschritt vom Spiel. Alter, ich... Ach so. Scheiße, geil. Die kämpfen gegen die Necromorphs. Erinnert mich gerade an Halo, wo die Elites gegen die Flood auf einmal kämpfen, ja. Okay, weiter geht's. Also mit einem Schuss sind die auf jeden Fall nicht schnell. Oh, fuck. Deckung. Mit einem Schuss sind die auf jeden Fall nicht so schnell tot. Okay, außer einem Headshot. Naja, wobei jetzt... Jetzt geht's eigentlich. Ja komm, Granate. Alter. Ah, Mann. Oh, fuck. Ich habe meine Gesundheitsanzeige gerade wieder nicht im Auge behalten, wäre fast verreckt. Leute, Leute. Ja, hier, ich wollte ihn unbedingt mit dem Granatwerfer killen, aber ich muss irgendwie mal... Wolfram, geil. Muss irgendwie mal den Radius vom Granatwerfer ein bisschen ausbauen, den Explosionsradius, weil... Der echt ein bisschen schwach hier. So, was haben wir noch an Medipacks? Ja, gut, geht noch. Ich glaube, ich sollte mich erstmal, ich sollte mich in Zukunft mal ein bisschen besser in Deckung begeben und hier das komische Dodge-Feature ein bisschen verwenden. So. Ellie, geht es allen gut? Ja, ich glaube, wir sind in Sicherheit. Wir sind alles andere als in Sicherheit. Die sind hinter Isaac her und wir sind ins Kreuzfeuer geraten. Da, das Lager. Das Experiment zur Signalverfolgung sollte darin sein. Sie sind diesen ganzen Ärger nicht wert, klar. Norden halt die Klappe. Ich glaube, der hat uns verraten, ey. Aber ich find's mal wieder ganz cool, dass man jetzt wieder gegen die Unitologen kämpft, ne? Nicht nur gegen Necromorphs. Mal eine gelungene Abwechslung wieder. Gerichtetes Schwebefeld. Okay. Nö, Anzugstation will ich jetzt nicht. Werkbank gerade auch noch nicht. Was ist das? Achso. Ein bisschen zur Seite alles räumen hier. Aufräumen. Und weiter geht's. Ich will ein paar Unitologen killen, verdammt. Was? Er ist hier! Er ist hier! Erst einmal gut. Was sind das für Viecher? Ja, macht ruhig mal. Oh, fuck. So, jetzt aber. Ja, der Vorteil von der Third-Person-Perspektive. Oh, Mann. Okay, ich glaube, da sind schon ein paar draufgegangen. Er tötet den mal noch, dass ich vor kann. Alter, was willst du denn von mir? Was ist eigentlich mit meinem Sucherbot, sag mal? Ich setze sie mal aus hier.